Und ein herzliches Willkommen zurück bei einem weiteren Teil von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Dieser Teil nennt sich ja, was, Teil 76a. Ja, ich fange jetzt an mit Buchstaben bei den Teilen, weil hier geht es jetzt einfach nicht einfach nur darum, das Nebelechos einzufangen oder einzusammeln, um eine bessere Rüstung zu machen. Also, wem das zu langweilig ist, kann die Buchstabenteile, sage ich jetzt mal, getrost überspringen. Mehr mache ich nämlich jetzt nicht. Ich will einfach erstmal ein bisschen stärker werden. Und das machen wir hier durch dann. Hau rein, Vater! Ich hau rein. Mist! So, ich wusste nicht, dass das Reinigungsdings da nur für so eine kurze Zeit geht und so anscheinend da oben die Zeit wieder einfach ein bisschen erhöht. Hier wäre jetzt natürlich irgendetwas, was die Abklingzeit verkürzt, natürlich viel besser. Okay, gerade so noch geschafft. Tatsächlich, aber wirklich nur ein kleines bisschen verbessert. So, jetzt haben wir eigentlich wieder genügend für den Stein. Gibt's auf der anderen Seite auch nochmal was? Nee. Hier rein. Oh, cool. Ich weiß nicht, ob ich noch weiter gucken sollte. Wenn ich das natürlich noch ein paar Mal verbessere, das wäre natürlich sehr praktisch. Okay, geht's nur zu einem weiteren Kampfgebiet, das lassen wir sein. Dafür halte ich zu wenig aus von dem Nebel. Gut, das heißt wieder zurück. Du wirst schnell schwächer. So, wollen wir uns den Stein mal holen, ne? Oh, ihr habt genügend Echos und ihr seid nicht tot. Beeindruckend. Sindri. Wie macht man etwas aus Nebel? So seltsam es klingt, die Zwerge, die hier lebten, fertigten aus dem Nebel die tollsten Dinge. Achtet auf noch mehr Nebelechos. Damit kann ich viel anfangen. Achso, der Zugangsstein, genau.
brauchen wir jetzt... Muss man da jetzt immer wieder 500 sammeln und so einen Eingangsstein machen? Oder haben wir den Eingangsstein jetzt für immer? Oder müssen wir den nur einmal verwenden und dann... Ja, wie soll ich sagen? Können wir immer da rein? Oh, das war knapp. Okay. Nehmen wir erstmal den ganzen Kram hier mit. Das Einsammeln von dem Kram geht eigentlich relativ zügig. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Kleine wird doch bestimmt zerhäckselt da drin, oder? What? Das bin ich mal gespannt, wenn ich das jetzt benutze. Rüstungsmaterialien gucken. Hier oben ist der Nebel dünner. Wie schön. Drei Nebel. Eieiei. Die Wahl ist rostige Rüstung. Nein, sie ist zu klein und zu alt. Wir bringen sie dem Zwerg. Okay, hier kriegen wir echt viel davon. Alter! Regenerieren sich diese Truhen auch immer wieder aufs Neue? Aber da könnte man sich ja ruckzuck hier eigentlich so eine... Keine Ahnung, was für eine Rüstung zusammenbauen. noch was von 7500, hä?
Ach so. Um die Truhe öffnen zu können, brauche ich so viel Nebel-Echos. Wow. Okay. Die brauche ich auch 7500. Hier 5000, 2500, da bin ich fast. Okay, interessant. Hier brauchen wir nur 1000. Perfektes Artefakt der Zerstörung. Nilfheim-Legierung. Ah ja, okay. Ah, das hat mich jetzt 1000 gekostet. Oh, boah, scheiße. Das ist gesperrt. Nebelanker. Und 10.000 kostet mich das. 20.000. Und auch Nebelanker. Was ist denn das für ein Kram? Da muss ich aber viel sammeln. Oh, wieder alles neu. Alter. Und die Dinger sind jetzt auch wieder alle neu. Das heißt, selbst wenn ich hier in die Mitte hochgehe, sind hier unten die Kisten immer wieder neu. Okay. Was ist, wenn ich hier rausgehe? Wie gesagt, ist dann der Schlüssel weg oder? Oh, schaffe ich das jetzt noch? Oh, okay, war knapp. Und hier gibt es wohl nichts. Gibt es hier etwas? Nö, nee, auch nicht. Blöd. Oh. Da oben haben wir zwei. Wo ist die dritte? Wir brauchen Luft, schnell. Da. Es ist Zeit zu gehen. Ja, ich weiß. Boah, 900 noch was. Okay, dann gehen wir hier jetzt wieder raus.
Gehen wir am besten hier rum. Trotzdem habe ich nur 1500 noch was Nebelchaos. Oder habe ich ihn gerade 1500 bekommen? Wo kann ich sehen, wie viel ich davon habe? Nirgends. Das ist natürlich super. Natürlich wäre es jetzt eigentlich ratsam, wenn ich jetzt abwarte, bis meine Abklingzeit von meinen Dings fertig ist. Wieder neue Truhen, ja. Wie noch nicht bereit. Wo ist der Penner? Hä? Geht doch. Wo ist er hin? Hä? Fängt es wieder von vorne an mit dem Sammeln? Scheinbar, immer wenn ich rausgehe, geht's irgendwie weg. Aber habe ich das dann trotzdem noch? Muss ja. Wenn ich ja zum Zwergenschmied gehen möchte, dann muss ich ja auch aus dem Nebel raus. Hier ist nichts. Nein! Scheiße. Jetzt will ich aber mal gucken, ob ich meine, keine Ahnung, über 1500 jetzt noch habe. Die wurden ja so gesehen gespeichert, als ich aus dem Nebel rausgegangen bin. Zumindest bin ich jetzt wieder hier oben. Also so treffe ich natürlich nicht. Ups. Hm.
Meine Fresse. Die Dinger sind das Scheiße. Oh. Gibt's hier auf der Seite auch noch was? Nee. So, schauen wir nochmal auf der anderen Seite nach. Hier schauen wir nichts. Da. Und hier. So, ich will jetzt mal gucken, wie viel ich jetzt noch habe von den Nebel. Jetzt müsste ich ja mindestens über 2100 haben insgesamt. Aber eigentlich dürfte ich das hier oben ja auch sehen. Die da leuchtet gelb. Die kann ich jetzt öffnen. Genau. 3710, ja. Okay. Ja, wir brauchen die Sachen ja, oder? Episch Zauber. Erhöht den Widerstand gegen den verfluchten Nebel von Nilfheim stark. Ui. Adeba mit jeder anderen Resistenz gegen den verfluchten Nebel. Oh, cool. Dunstgewebe. Okay. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich dafür wegnehme. Eigentlich will ich gar nicht wegnehmen. Aber ich glaube, das hier. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Okay. Dann lassen wir noch ein bisschen sowas sammeln. Ups. Hoch mit dir! Ich bin so weit! Warte, du bist so gut wie tot! Toll!
wollte aber eigentlich auf mittags eh lieber kämpfen. Sehr schön. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre einfach alles zusammenschneiden, was ich hier gemacht hatte. Also was ich gefunden habe zumindest. Was ich Großes gefunden hatte. Jawoll. Geht doch. Ansonsten gibt es hier nichts. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich weitergehen sollte, aber ich denke mal nicht.
Hier gibt's überall nichts. Doch, hier. Oh Mann. Nee, ich gehe lieber beim Zwerg raus. Ich habe keinen Wiederbelebungsstein mehr. Ach Scheiße, es fängt sogar schon wieder an. Ihr solltet in nebelfreies Gebiet gehen. Sie das wirklich? Nutzlose Rüstung? Nutzlos? Oh, du Ungläubiger. Ivaldi selbst hat diese Rüstung getragen. Klar, neu ist sie nicht mehr. Aber ich kann sie mit mehr Echos reparieren. Und sie hilft gegen Ivaldis Fluch. Wenn es in dieser Werkstatt nichts von Wert gibt, hat es wenig Sinn, hier zu bleiben. Ihr habt die Truhen in der Hauptkammer gesehen, oder? Und all das Zeug ganz hinten in der Werkstatt. Und... die drei Weltenrisse, natürlich, aber seid damit lieber vorsichtig. Warum? Das sind tatsächlich Risse im Gefüge der Wirklichkeit. Willst du die Hand da durchstecken? Nur zu. Ivaldi Schutz. Okay. Zwergengefallen erledigt. Die drei Weltenrisse versiegeln. Oh Mann. Gehen wir an die Arbeit. Okay, ich könnte jetzt schon mal so ein bisschen was herstellen. Wäre in dieser Hinsicht natürlich besser hier in der Welt, ne? Das wäre, glaube ich, besser. Es gibt noch Stärke, Abwehr, Vitalität. Wobei, das hier wäre vielleicht ganz gut. Es gibt noch Runen dazu, aber ich glaube, das hier wäre doch ganz praktisch. Einmal ausrüst, bitte. Okay, hier brauche ich wieder ein bisschen mehr Nebelchaos. Hier auch. Was war denn da noch? Dadurch halte ich natürlich immer länger da aus und da kann ich natürlich auch besser nach rumgucken. Achso, wir brauchen noch einen Auferstehungsstein. Bereit und bereit. Was? Hier brauche ich sogar schwellende Glut. Na super. Du hast es nicht eilig? So, wir müssen die Plätze hier noch belegen. Eigentlich gar nicht so verkehrt.
Okay, lassen wir es halt so. Achso, mein Leben ist ja auch nicht gerade das Wahre, ne? Aber wie kann ich mich jetzt heilen? Im Ernst, seid vorsichtig mit den Weltenrissen. Also bitte, stell dich nicht so an. Oh, mein Leben ist fast voll, sehe ich gerade. Was ist jetzt? Wo sind wir hier? Ihr steht am Eingang zu Ivaldis Werkstatt. Ein Zeugnis für die technische Genialität der Zwerge. Warum stinkt es hier so? Ziemlich übel, nicht wahr? Tja, lange Geschichte, aber kurzum. Ivaldi hantierte mit verbotenen Kräften und ihr atmet die Konsequenzen. Also, Ivaldi hat den Nebel erzeugt? Nein, nein. Niflheim war schon immer voller Nebel und Schnee. Endlos viel Schnee und Wind und Eis. Ehrlich, hier war es noch nie sehr gemütlich. Aber Ivaldi bändigte diese eisige Macht und erschuf Wunderwerke, die Menschen- und Götterwelt erschütterten. Wow. Ja, wow. Und was dann? Hm? Nachdem Ivaldi alles erbaute. Ah ja, also. Odin fand es nicht gut, dass Zwerge Dinge erbauten, die seine Macht in Frage stellten. Also griff er ein. Ivaldi war erzürnt und rächte sich. Ab da lief alles aus dem Ruder und tada! Verfluchter Nebel. Und deshalb geht man Göttern besser aus dem Weg. Okay. So, wir gehen noch ein bisschen was sammeln. Aber ja, schaut schon länger hier im Nebel aus, auf jeden Fall. Nilfheim-Legierung sogar. Oh, cool. So, mehr gibt's hier nicht. Und das Tor ist noch immer offen. Klasse, okay. Das war genau das, was ich wissen wollte.
Links und rechts gibt es nichts. Ganz blöd. Oh. Hinter dir, Bruder! Doch tot. Scheiße. Diese Wiedergängerinnen sind echt nervig. Oh, wieder so eine Truhe. Da ist eins, da ist eins. Hm. Interessant ist, dass mein Junge genauso lange hier im Nebel aushält wie ich, obwohl er nicht so eine Rüstung trägt. Ah, da oben ist... Nee, das ist es nicht. Ach, ganz da oben. Schon. Sehr schön. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Okay, da gehe ich jetzt lieber nicht hin. Ich habe nicht mehr so viel. Ich kann ja jetzt nicht mehr viel machen, ne? Damit ich das noch überlebe. Ah, siehst du, da geht's rein. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon drin war. Nee.
Der geht, kriecht durch Löcher. Okay. So, ich hole mir jetzt einfach noch die restlichen zwei Rüstungsteile. Damit ich halt eben schön lange da in den Nebel verbringen kann. Angeblich bergen die Weltenrisse ein schreckliches Geheimnis, das Iwaldi verschwieg. Aber er weiß das schon. Zwerge sind seltsam. Und ja, ich weiß, ich bin einer. Das Blöde ist, das hier gibt wieder extrem viel Minus dann. Das ist echt scheiße. Stärke, Abwehr, Vitalität. Das ist das Einzige, was ich eigentlich brauche hiervon. Wobei die Abklingzeit auch nicht verkehrt wäre. Aber Abklingzeit gibt alles Minus. Okay. Machen wir das hier zuerst, dann kann ich meine Handschuhe noch behalten. Angriff ist jetzt natürlich wieder etwas weniger geworden, das ist natürlich blöd. Was war denn da noch? Ratatescu! Ach komm schon! Dir geht's doch gut! Doch, ich brauche Wutsteine. Na gut, bitte sehr gut. Okay, wir müssen in meine Hose wieder die Steine einsetzen. Oh, Stufe 7. Okay. Sehr gut. Was kann ich für euch beide tun? Oh.
Oh, das könnte ich sogar einmal verbessern. Irgendwas wollte ich da noch machen. Ich weiß gerade aber nicht mehr was. Achso, mein Talisman verbessern. Oder brauchen wir auch gut Nebel? Echos. ...55.000 Hacksilber. Ich meine, davon habe ich genug, aber trotzdem. So, nochmal geht nicht. Asenfluch brauche ich dafür dann. Meine Güte, was ist das denn? Vorsicht vor den Draugar! Okay, dann wollen wir nochmal. Beziehungsweise, ich mach mal...